Sie sind 10 und 12 Jahre alt und völlig unerschrocken. Es ist die mittlere Schanze in Reit im Winkel, 50 Meter vom Absprungpunkt bis zur optimalen Landezone. Wie überwindet man denn hier seine Angst? Ihr kennt gar keine Angst hier, oder? Doch. Doch. Einfach losfahren? Du musst einfach losfahren und dann die Spannung halten. Trine Göpfert, 11 Jahre alt, 1,44 groß, hat gerade mit einem Sprung über 50 Meter den Bayerischen Schülercup gewonnen. Und wie ging es dir so bei deinen ersten Sprüngen? Hast du die einfach so gemacht oder hattest du auch so? Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, dass ich runtergekauft bin. Der ganze Wintersportverein hilft mit, die Schanzen im Winter für Trine und die anderen Kinder zu kriegen. Ja, genau. Gar nicht so viel. Die Jugend hat eine Trainerin. Die Mutter von Trine, Caro Göpfert, leitet das Training zweimal die Woche. Ihre eigene Tochter und noch ein Mädchen sind in der Mannschaft. Zwei Mädchen unter lauter Jungs. Der Vorteil der Mädchen, die sind nicht so draufgängerisch, verletzen sich weniger. Also es gibt schon einige Vereine in Bayern, die Skispringen anbieten. Also es sind ungefähr 10 bis 12 Vereine, immer mehr oder weniger Kinder. Und wir haben halt momentan eine ganz gute Gruppe und sind auch letztens ausgezeichnet worden als einer der besten Vereine in Bayern und haben momentan eine gute Gruppe beieinander mit ungefähr 10 Kindern. Trockentraining. Caro Göpfert war selbst Leistungssportlerin, aber im Langlauf unterwegs. Woher die Tochter, die Skispringerin, in sich hat, das kam alles mehr zufällig. Meine Grundschullehrerin hat halt so Grundschulwettbewerb ausgeteilt. Und dann habe ich der Mama gesagt, ich fahre an der Schanze vorbei. Und dann bin ich drüber gekopft. Trines Ziel ganz klar, am Weltcup teilnehmen. Was macht dieser Sport aus? Warum macht der so Spaß? Was würdest du anderen Mädchen erklären? Warum macht er so viel Spaß? Weil man fliegen kann.